Weißt du, ich sitze hier die ganze Zeit und warte drauf, bis mein Chinesisch kommt, bevor ich mit dem Intro aufnehmen beginne. Und es kommt halt einfach nicht, aber ich hab voll Hunger. Und dann rufe ich da an hier bei. Die verstehen die Problematik nicht. Schlussendlich hat sich herausgestellt, dass ich gar nichts bestellt habe. Sie sind geistig behindert. Vielleicht sollte ich weniger trinken. Nee. Komm, machen wir uns nichts vor. Also heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mir grummelt der Wanst, ich kann's nicht ändern. Jetzt muss ich verhungern. In der Hauptrolle ich, in den Nebenrollen weitere beflügelnde Substanzen. Ein Hauch Motivation für das folgende. Nötigen Sexappeal. Und ein paar rote Haare als Statist. Moin Meister. Ihr könnt mir sehr gerne Beistand leisten. Verbreitet dieses Bild in den sozialen Medien und dann lasst uns auf das Beste hoffen. Falls ihr euch auch gerade fragt, was ihr euch hier eigentlich schon wieder für eine Kotze reinzieht, denkt immer dran, das hier ist mein Beruf. Ich verdiene damit Geld. Ja, ich weiß. Spielen wir doch jetzt Not Well, ja, nicht gut. Was klingt wie eine durchaus zutreffende Beschreibung meines Contents, ist in Wahrheit ein interaktiver Kurzfilm. Also ein Film mit Entscheidungsmöglichkeiten quasi, hatten wir ja schon öfters mal. Habe ich gerade auf Steam gefunden. In der Hauptrolle sehen wir Octavius Rex, groß gebräunt und gut aussehend. Let's go. Das ist schon wahr? Ja. Oh nein. Ist das Französisch? Ah, dann so. Hab ich wieder mal geschafft, die Beschreibung nicht zu lesen? Ne, man muss nicht Französisch sprechen, glaube ich. Was? Ja, bis jetzt war es auch tatsächlich noch nicht so well, aber wir werden sehen. Oh mein Gott, Alter. Die Vorhänge. Der wohnt in irgendeinem russischen Fürstentum, Alter. Anders kann ich mir die Gesamtsituation nicht erklären. Wen triggern auch die 10? Bitte eins in den Chat. Was, hat Sef schon wieder kein FNAF hochgeladen? Jo, ich fühl mit dir, Alter. Echt zum Kotzen. Frag mich nicht. Vielleicht sollte ich wirklich mal die Beschreibung lesen. Oh nein, Alter. Was guckt denn der da? Fidget Spinner oder was? Oder hat der Bildschirmschoner.exe gefunden, Alter? Wählen Sie jetzt aus über 1700 Desktop-Hintergründen. Also, ich weiß, worum es geht. Ich glaube, das wird euch auch sehr schnell klar werden, aber ich verrate mal noch nichts. Ich bin mir auch noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Wartet mal. Ist eigentlich gar nicht so witzig. Wo gibt's denn so eine Hosen, Alter? Meine ganze Welt steht Kopf. Ich glaube, er denkt noch drüber nach, wie er eine erfolgreiche Fortnite-Karriere starten kann. Oh nein. Was gucke ich mir da gerade an? Das war in der Horror-Game-Sektion. Und ich bin nicht enttäuscht. Eyo. Was auch immer er vorhat. Er scheint irgendwie nicht ganz so viel auf die Reihe zu kriegen. Wahrscheinlich muss der Stuhl noch eine Weile länger halten nach der Aufnahme für dieses Spiel. Ich verstehe das schon, aber ich meine, hätte man sich nicht irgendwo eine Requisite besorgen können? Okay, wir gucken mal, wie lange wir es durchziehen können, ohne dass ich was dazu sagen muss, aber es fällt mir an der Stelle schon einiges ein. Vielleicht komme ich hier früher als gedacht noch drauf zu sprechen. Ich komm mir vor wie so eine TikTok-Cringe-Compilation, Alter. Och, nee. Was ist sein Vorhaben? Okay. Yo. Alright. Ich meine, jeder braucht mal eine Pause, oder? Was? Yo, abwischen? Spülen? Nee, ne?
Gott, nein. Nein, Dude. Oh, warte, jetzt kann ich irgendwas machen. Es unterdrücken oder es rauslassen? Ja, komm, wir wollen die volle Dröhnung. Okay, ich versuche gerade meine Gedanken dazu ein bisschen zu sammeln. Gibt vielleicht die eine oder andere Szene, die ich nicht zeigen werde. Ja, das zum Beispiel. Es ist halt auch, also von der Thematik mal abgesehen. Es sind keine Sounds. Ich hatte bis jetzt noch nicht wirklich viel Freiheit, hier irgendwie was mitzubestimmen. Also das unter dem Namen Spiel zu veröffentlichen, ist halt auch schon eine Fantasieleistung. Jo, nee, Alter. Ah, okay. Hat doch Manier. Immerhin. Genau diese Szene spielt sich exakt so jeden Morgen an meiner Schlafzimmertür ab. Nein. Du ziehst dich jetzt nicht aus und gehst in die Wanne, oder? Dude. Nein, stop. Wer? Okay, ich bin raus. Also, nun ja, sorry, aber ich habe gerade überhaupt keine Lust drauf, das weiter anzuschauen. Ich erkenne hier vor allem irgendwie so eine Richtung, mit der ich gerade ein krasses Problem habe. Also, ich habe das auch gerade schon gelesen und es ist ja auch irgendwo deutlich, dass es um Depressionen geht. Und an der Stelle wird's gefährlich. Ich habe das schon immer gehasst, wenn im Rahmen von Videospielen, die ja der Unterhaltung dienen sollen, so ein solch komplexes Thema irgendwie so in der Art und Weise simplifiziert wird, ja. Depression ist so eine komplizierte, vielschichtige Angelegenheit, denn wir hatten das schon öfters mal irgendwie, gerade bei Horror-Games, die in den meisten Fällen ja mit so einer Karikatur an irgendwie Selbstverletzung und Wahnsinn halt auch oft versuchen, das Ganze auszudrücken. Und ich finde das halt für die Betroffenen irgendwie super unverantwortlich, also ich meine, warum macht man das so? Halt entweder der Ersteller spricht irgendwie aus eigener Erfahrung, darf dann aber davon ausgehen oder darf nicht davon ausgehen, dass das, was er erlebt oder fühlt, repräsentativ ist. Oder er weiß es nicht besser. In jedem Fall wird das aber so gemacht, weil man weiß, dass das der Zuschauer, der sich nicht auskennt, nur so irgendwie gut rezipieren kann und das versteht. Aber das finde ich doof. Weil das rührt von einem Problem her und verstärkt das noch, ja. Nicht jeder, der depressiv ist, will sich selbst verletzen oder Dinge zerstören oder steht vor allem vorm Spiegel, zuckt unkontrolliert, als hätte er irgendwie eine psychische oder physische Störung. So, das ist halt, Leute bilden da aber schnell irgendwie so eine Connection. Und das Einzige, was das schafft, ist der Krankheit so ein Stigma in der Gesellschaft irgendwie aufzudrücken. Was den Begriff halt verwässert und irgendwie dazu führen kann, dass man halt damit irgendwie nicht mehr ernst genommen wird. Oder es halt falsch versteht, ja. Depression ist halt keine Übersetzung von irgendwie dauernder Lethargie oder Schüben von random Traurigkeit. Also, ja, es ist halt komplexer. Weißt du? Halt genauso wie halt irgendwie psychische Krankheiten irgendwie aussehen oder aussehen sollen, irgendwie der Meinung nach. Ja, hochstudierte Leute arbeiten teilweise jahrelang, um die Gefühlswelt von Betroffenen zu ergründen. Es ist kein 20 Minuten mies geschauspielerter Vlog-Clip, der auf Steam verkauft wird. Und klar kann man sagen, der drückt halt vielleicht irgendwie seine eigenen Gefühle aus, aber halt die Perspektive wird auch ganz schnell eine andere, wenn man bedenkt, dass der das als Game vermarktet und daran Geld verdient. Ja, ich habe jetzt hier die kostenlose Demo gespielt, aber es gibt halt eine Vollversion, die wird verkauft. Das finde ich halt bei so einer Sache irgendwie sehr daneben. Also bitte zitiert mich nicht. Ich habe das jetzt nicht irgendwie strukturiert, das waren jetzt einfach meine spontanen Gedanken dazu. Das könnt ihr gut und gerne anders sehen.
Aber ich finde es halt einfach nicht so klasse. Mal davon abgesehen, dass das ganz schöner Trash war. Also ich werde jetzt aber definitiv auf jeden Fall noch so ein kurzes, knackiges Indie-Horror-Game präsenten, weil das gerade eben, das war ja nun, weiß Gott, auch überhaupt gar nichts. Auf jeden Fall bin ich auf was sehr, sehr Interessantes gestoßen, mit einem genialen Konzept, so wie es dem Anschein nach ausschaute. Das kommt aber irgendwann demnächst, das passt jetzt überhaupt gar nicht rein und ist auch viel zu lang. Wir spielen jetzt erstmal Lights Out, so ein random Game, worüber ich gerade gestolpert bin. Wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. In der Hauptrolle sehen Sie das Mobiltelefon. Weißt du, ich bin ja richtig glücklich darüber, dass Horrorgame-Entwickler dieser Tage auch an dem technologischen Fortschritt appellieren, ja. Seien wir mal ehrlich, gestehen wir es uns ein, kein Mensch rennt heutzutage mit einer Taschenlampe durch die Gegend. Wir benutzen alle das Blitzlicht. Ein Hoch auf die Neuzeit. Ja, auch wenn wir dem Interieur nach zu urteilen in der Schloss-Maisonette von Herzog Vollidiot wohnen oder so. Aber whatever. So, wenn du diese Nachricht liest, dann tut es mir sehr leid für dich. Wieso? Muss ich mich durch schlechte Indie-Horror-Games kämpfen? Keine Sorge, das bin ich gewohnt, Alter. Ich stehe da wie ein Fels. Du wurdest verarscht. Was? Sag jetzt nicht, das Spiel ist gut. Sie haben dich angelogen. Oh, gut. Was auch immer, es ist jetzt eh viel zu spät. Na, warum belästigst du mich dann, Alter? Lass mich doch in Frieden. Versuche dich anzurufen, hier gibt's eh keinen Empfang. Wenn ich du wäre, würde ich die ganzen Lichter angeschaltet lassen. Also lass uns einfach sagen, ich würde in der Dunkelheit nicht zu lange verweilen. Ah, ein Schelm, wer Böses denkt. Na gut. Also was werden wir tun? Die Lichter ausstellen. Ah, okay. Ich denke mal, wir haben später im Game dann keine Wahl mehr. Oder? Wir kennen diese Art Spiele. Es gibt zwei Lichter am Dachboden. Eins am Eingang des Hauses, ein anderes im Wohnzimmer, nahe dem Bücherregal, eins in der Küche und da ist ein Schalter unten im Keller, den du resetten musst jedes Mal, wenn der Strom ausfällt. Ja, mein Telefon verliert Akku, ich benutze das letzte bisschen Licht, um dir diese Nachricht zu schreiben. Wow, du bist ein richtiger Held, Mann. Champion of the people, Alter. Gut, dann wird's Zeit für eine Party, oder? Oh Gott, nicht, dass das copyrighted ist. Sorry, dahin geht meine Monetarisierung. Okay, lasst uns mal die Location der Lichtschalter lernen. Da am Eingang. In der Küche ganz hinten. Ja, das ist auch von Vorteil. Da haben die Planer sich echt ein Bein ausgebrochen beim Konzeptionieren. Oh, ach nee, hier geht's rum. Ja, okay, vergesst, was ich gesagt habe. Hier geht's wahrscheinlich in den Keller. Ja, der Ort, an dem wir zu gelangen suchen, definitiv. Okay, hier ist das Bücherregal. Da ist der Schalter. Hier geht's in den Dachboden. Und wo sind hier die Schalter? Okay, wir klatschen einfach mit unserer Handfläche irgendwie gegen die Lampe und es geht aus. Heureka. So, wie kommen wir da ran? Wait. Was ist hier? Hier ist bloß dieser dumme Stein. Was ist denn da jetzt? Oh, wow. Gestensteuerung. Ist klar. Schon verstanden. Gut, wir wissen, wo die Schalter sind. Dann würde ich sagen, untersuchen wir den letzten Raum. Hier wir noch nicht waren, den wir auch nicht hinwollen, aber das wird ja wie immer ignoriert, was wir vorhaben. So, Moment mal, bevor wir das lesen. Gibt es hier irgendeinen Schalter oder wird der zentral gesteuert? Alles klar. Naja, egal. Nur vielleicht die Kerze anmachen, das würde einiges erleichtern. Aber was weiß ich schon. Wenn du es lebens rausschaffst, dann benachrichtige bitte die Polizei und finde meinen Körper. I can't have been taken too far. Der hat mich bestimmt nicht weit weggeschleppt. F4 Flashlight? Jetzt darf ich. Alright. Strom wieder an, bitte. Danke. Easy. Habe ich jetzt gewonnen? Nee, ich muss den Körper suchen. Was ist das mit dem Licht? Jo, wenn der Geist irgendwie Angst davor hat, warum hat das Spiel mir denn eine Handylampe gegeben? Kapiere ich irgendwie nicht. Achso, warte mal. Ich habe nur begrenzt Akku. Ich kann es gar nicht ausmachen. Moin, Meister. Ist hier ein Körper zufällig, von dem ich wissen sollte? Ne? Ich weiß nicht, ob ich so richtig verstanden habe, was hier von mir gewollt ist. Aber ich gebe mir auf jeden Fall die größte Mühe. Ach, hier ist jetzt wieder aus. Ah! Nur das Wetter, Seth. Du hast schon einiges an Wetter in deiner Laufbahn erlebt. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Das fällt gleich aus. Warte mal. Die Sicherung ist rausgeflogen. Verstehe das Problem. Hau ab da. Jo, ich habe kein... What? Oh nein, ich hab... Oh Gott, oh what? Gut, ich darf nochmal. Anscheinend. Dann machen wir das so. Nichts leichter als das. Ich muss so wenig wie möglich das Handy benutzen. Ich kann aber auch die Lampe nicht ausstellen.
Das ist doch dämlich. Warte mal, jetzt wieder hoch. Ich muss ja wohl sehr bitten. Ich weiß, ich bin unglaublich appetitlich, aber erst wird das Gemüse gegessen, ja? Jo, ich höre Schließgeräusche. Wer war's? Hallo? Hier ist wieder aus. Was ist denn hier in der Küche immer los, Alter? Wenn der kleine Hunger kommt. Oder pinkelt mir irgendwer einen Vorgarten? Oh, ich warne euch. Nein, wir haben geschlossen. Der pinkelt immer noch. Und der klopft auch noch frech. Der will mir bloß sein viel zu kleines Glied zeigen. Ey! Warte mal, die Sicherung ist nicht raus. Nein, 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 nein. Ist bloß das Licht ausgegangen. Aber das war nicht Teil des Deals. Was ist hier los? Oh, der Pinkler ist schon wieder da. Hör uns auf damit. Er wird auch der Wasserfall genannt. Der sucht doch nur noch nach einem Frühstücksei. Man kann es ihm eigentlich auch gar nicht verübeln. Ja, ja, genau. Und jetzt wird er so tun, als ob. Sollte ich nicht irgendwo einen Körper finden oder sowas? Ich habe immer das Gefühl, das ist hier irgendwie in der Wanne. Oh, warte mal. Jetzt ist die Sicherung rausgeflogen. Der Horror, Leute. Der wird uns heimsuchen. Jo, ich sehe nichts. Warum geht jetzt nichts mehr? Ich kann auch meine Taschen... Oh, jetzt geht's wieder. Jo, ich schwöre, es ging gerade nicht. Oh, ich habe den Körper gefunden. Moin, Meister. Was mache ich denn jetzt? Die Polizei benachrichtigen. Oh, ich darf nicht. Herz allerliebst. Lights out. Du hast mich gefunden. Oh, nö, nicht dein Ernst. Ja, toll. Wer macht die Sauerei jetzt weg? Jo, das war halt ein Spiel, ne? Dankeschön auf jeden Fall. War prickelnd. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert für mehr. Für mehr gute Games. Das war ein Spaß.